Damit wir alle sehen können, was passiert. Hi Kronos, hi Ben. Also ich muss sagen, ich bin ja echt ein bisschen jetzt gehypt, was die sich da einfallen haben lassen. Weil es ja doch anders ist wie zum letzten Mal, wo einfach nach dem Update der Trailer kam und man hat gesehen, wie der Meteorit eingeschlagen ist. So. 1927. Ich würde sagen, wir starten die Runde. Bitte keine Warteschlange. Gut. Oh. Lass uns ins Spiel. Lass uns ins Spiel. So. Wir sind im Spiel. Jetzt ist die Frage, wo springen wir hin, dass wir es uns anschauen können? Zeitlich müssten wir genau gut hinkommen. Da ja ein Teil von der Rakete hier in Anarchie, oh, wir hören den Alarm auch schon, hier in Anarchie runterfliegt, oder voraussichtlich runterfliegt, setze ich mich hier hoch. Da haben wir hier alles schön im Blick. Wir haben hier die Insel im Blick. Wir haben jetzt noch 2 Minuten. Das heißt, wir können da unten wirklich genau den Timer verfolgen, dann raus aus dem Haus, Popcorn essen und uns das Ganze anschauen. Ich hoffe nur, dass kein Idiot mitkommt und meint, er muss jetzt mich hacken oder sonstiges. Sondern, dass die Leute wirklich, so wie es gedacht ist, sich das chillig anschauen und danach von mir aus sich prügeln. Der Alarm ist jetzt wirklich regelmäßig, nicht mehr nur eine gewisse Zeit. Ich glaube, die sind alle zur Schurkenbasis geflogen. So, der Timer läuft auch genau richtig. 19.29 Uhr. Wir landen hier, schauen hier hinter Richtung Schurkenbasis. Nehmen uns noch ein bisschen Holz, damit wir hier aufs Dach kommen. Oh! Noch etwas mehr Holz. Oh, oh. Von da hinten kommt das Geräusch. Da hinten startet die Rakete. Aus der Schurkenbasis. Und wo geht sie jetzt hin? Wo geht sie hin? Im Moment sieht das noch aus, wie wenn sie nur nach oben fliegt. Sie fliegt doch. Oh. Da fliegt das Teil, das wohl in Anarchie landen wird. Und die Rakete fliegt nur nach oben. Nur. Das heißt, der Besucher hat sich die Rakete wirklich nur gebaut, um wieder nach Hause zu kommen. Was kommt da runter? Was kommt da runter? Oh. Oh, verdammt.
Das ist beim Fußabdruck ein... Was passiert da hinten? Zur Hölle? Was zur Hölle ist passiert? Haben wir eine Glaskuppel über uns? Die anderen kämpfen schon wieder. Haben wir nur eine Glaskuppel über uns oder warum sind da so Risse? Bleiben die Risse? Und was zum Teufel ist da hinten passiert? Und was zum Teufel ist bei Mosty passiert? Also, wir haben jetzt schon mal zwei Absprungorte, wo wir hin müssen. Einmal zu dem Fußabdruck und einmal nach Mosty. Unbedingt. Unbedingt.